Die Grundlagen des Prototyps in Kürze. Ein Projektor projiziert ein Einstellungsfenster neben das Testwerkstück. Jede Bewegung des Stifts wird nun vom Tracking-System erfasst und durch eine Projektion angezeigt. Ein Roboter soll diese grafische Anweisung anschließend umsetzen. Wo soll die Steuerung in Zukunft eingesetzt werden? Prinzipiell gibt es keinen speziellen Bereich, wo diese eine Technik eingesetzt werden kann. Sie kann in allen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Es soll einfach ein System sein, das die Bearbeitung von Industrierobotern vereinfacht, unabhängig jetzt vom einzelnen Fachbereich. Wann wird das der Fall sein? Kann man nicht hundertprozentig sicher abschätzen. Wir arbeiten natürlich daran, dass es in naher Zukunft möglich sein soll, aber konkret vielleicht im Rahmen der nächsten 10 Jahre. Und im Jahr 2050? Da haben wir vielleicht schon wieder ganz andere Programmiermethoden für Industrieroboter. Da funktioniert es möglicherweise schon wieder auf ganz andere Methoden.